Aber der geht heute mit hier Sports FC 24. Wir machen weiter mit unserer Karriere. Am 17. Dezember, wir haben doch noch ein Ligaspiel, okay? So, Viktor Jensen wechselt für 2,5 Millionen nach Famalicão. Und ich habe sogar eine A-Wertung rausgeholt. Ich habe 2,6 war das Mögliche und das, wir haben es hinbekommen auf 2,5 immerhin. Wir müssen schauen, was wir in der Winterpause nochmal nachrüsten. Also die Niederlage bei Ajax hat es definitiv gerissen. Und Kimura wechselt für 2 Jahre nach Hyderabad FC. Zumindest mal das. Norwegen und Norwegen möchte mich als Nationalcoach. Nein, ich habe keine Interesse an Nationalcoach. Gut, dann jetzt schon wieder ins nächste Spiel gegen Sparta Rotterdam. So, mal suchen. Ich möchte mal Kobayashi auf der Position testen. Ja, wie gesagt, eigentlich tun meine beiden Innenverteidiger nichts dafür, dass sie dauerhaft spielen. Eigentlich würde ich gerne noch die Ableihe mit Flamingo abbrechen. Wie gesagt, wir werden definitiv in der nächsten Saison, wenn wir definitiv noch was holen. Zwei Mannschaften, die wild entschlossen sind, heute ein Zeichen zu setzen, die auf Sieg gehen werden, die sich zeigen wollen. Dieses Duell darf sich kein Fußballfan entgehen lassen. Wir sind live dabei. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Wer setzt sich heute durch? Bleiben Sie dran. Wir zeigen Sie natürlich live. Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel aus der Eredivisie. Ich bin sicher, dass wir ein interessantes Spiel. Ja, wir müssen nach der Niederlage gegen Ajax zum Ende der Hinrunde wieder ein bisschen in die Erfolgsspur. Wie gesagt, die Niederlage war erwartbar, klar. Ajax ist halt ein Top-Team, die waren ein bisschen mit ihren Möglichkeiten und hatten Pech, dass sie in der zweiten Runde Eindhoven bekommen haben. Aber unser Problem ist definitiv die Innenverteidigung. Ja, Schiri, war das nicht irgendwas mit Hand oder so? Nee, ne? Scheinbar nicht. Also, es geht weiter mit. Nach der Auswärtsniederlage als der Gegner Ajax Amsterdam. Das war wirklich eine Totalbombe. Allerdings, jetzt der Schuss. Elfmeter. Was? Er fällt. Null. Was? Es gibt einen Elfmeter für den Gegner? Hab ich den getroffen? Gelbe Karte, Fraulo. Ja, kann man geben. Jetzt hat Sparta die Riesenchance, ja, weit so zu stellen, das machen sie. 10. Minute, ein klares Geschenk. Das darf nicht passieren. Wir müssen gucken, dass wir, wie gesagt, wir wollen in die Playoffs. Jetzt zählt's. 17 Spiele noch. Um unter die ersten 8 zu kommen. Bitte lass die Winterpause jetzt nicht genauso losgehen, die Rückrunde genauso losgehen wie die Rückrunde. Er geht dazwischen. Guter Vorstoß, kann das werden. Kobayashi. Ja, die Flanke. War gut, der Japaner mit der. Wie gesagt, der ist gerade mal 16. Da war. Ja, was? War das keine Ecke? Ich weiß gar nicht, ob ich gegen die. Habe ich gegen die gewonnen. Oh, der geht am Gegenspieler vorbei. Kein Problem, ganz sicher. Novoa mit der nächsten guten Chance. Wir sind dran an den DM-Ausgleich, ja. Und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopf verkauft lassen. Ballverlust.
Kobayashi. Viel Pass. Oder ich, weißt du, du hast die Chancen, du versuchst und machst und tust und der Gegner haut mal kurz in den zweiten Treffer rein. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann ein glückliches Tor. Den Ball hat er nicht gut getroffen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Guzman jedenfalls mit einem zweiten Treffer. Niemand kommt an den Ball. Ja, machen Sie gut. Stört früh, da haben Sie den Ball. Der Ball ist im Seitenaus. Wie gesagt, geht die Rückrunde genauso los wie die Hinrunde. Mit einer Klatsche zum Auftakt. Das ist nicht wahr, ey. Warum kriegt denn keiner gestoppt mal? Warum kriegt keiner die Leute gestoppt da? Klar, kann man auch so spielen. Ecke. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem. Das ist der Anschlusstreffer. So, irgendwie geht er nur noch durch und macht das Tor. Nur wo hat es? 2-1 nur noch. Glaube ich, war es nur wo. Wenn ich richtig gesehen habe. Ja, ist es auch. Kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann dieser tolle Abschluss aus der Distanz, ist das dann natürlich kein echtes Problem mehr. So, am Ende ist er dann drin, aber wie auch immer, er ist drin, er macht ihn einfach nur. Schönes Dribbling hier. Schön durchgesetzt. Die Gelegenheit. Weiter gefährlich. Das ist, boah, ich wollte gerade sagen, also wenn er jetzt das dritte hier macht. Zusätzlich. Er bekommt die Unterstützung. Vielleicht der Ausgleich. Gute Parade. Und der Keeper hat ihn. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Abflug. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Der Gegner hat den Ball. Der Arvest. Das ist nicht wahr. Flamingo. Ja, der soll, muss sich empfehlen. Weil ich bin tatsächlich bei ihm überlegen, ob ich die Leihe abbrechen soll. Wie gesagt, bisher bringt er nicht viel. Die kurze Variante. Pause. Und glücklich liegen wir mit 1-2 hinten. In diesem ersten Spielabschnitt gleich geht es hier wieder weiter. Unglücklich liegen wir mit 0-2. Ja, Corona. Der ist aber keiner dabei. Sehr gutes Technik, das war wirklich. Bakari, der das gut da hinten löst. Gefährlicher Steilpass. Der Pass, langer Ball. Ganz alleine. Ja, das war natürlich eine klasse Aktion. Da haben wir wieder gesehen. Ja, wir haben auch schon 49 Gegentore. Ne? Wir haben definitiv ein dickes Problem, was die Innenverteidiger betrifft. Was die Verteidigung betrifft. Ja, das geht damit. Super Aktion. Das ist die Balle. Unwiderstehlich. Wir haben halt 48 Tore, wir haben 49 Gegentore. Wir kriegen gefühlt mehr Gegentore als. Ja,
Gut, wir haben ja 6 von Ajax geschluckt, ne? Wir haben am Anfang auch relativ viel geschluckt. Wir haben, glaube ich, auch 4 Spielen 13 Gegentore oder so gehabt und haben uns dann ein bisschen reingearbeitet wieder. Ah, das ist schlecht. Die Idee war immer gut. Ja! Der knallt unten rein. Ausgleichstreffer. Sehr geil. Endlich macht er. Ich weiß leider nicht, ob der eine Kaufoption drin hat, ob ich den kriegen kann für die zur Winterpause. Weil den würde ich auf jeden Fall verpflichten in No War. Er hat auf jeden Fall sein Tor gemacht. Ja, kriegt er den noch? Nee. Sucic. Saint Jens. Saint Jens. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ein wahnsinnig enges Spiel hier schon auf beiden Seiten. Klasse, dicke Chance. Immer wieder Gefahr vor den Toren. Gallardo. Gallardo. Nix. Weil der Ball ins Aus ging. Eber auch mit dem Ball. Ganz stark. Ja, Schüsse. Die Chance auf den Konter. Da muss die Arme jetzt aufpassen. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird nicht. Ja. Okay. Alles gut. Ich dachte mir, ja, pfeift jetzt einen Elfmeter, weil der Ball weg war. Da kommen Sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Jetzt zieht er in die Mitte. Nein. Die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Novoa! Hugo Novoa! 76. Minute, Spiel ist gedreht. Ist es wirklich zu fassen? Hier nochmal die Wiederholung. Utrecht dreht völlig verdient dieses Spiel. Mit einer Nervenstärke, die musst du in dieser Situation erstmal haben. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Spiel ist völlig verdient gedreht. Gefährliches Spiel. Heute muss nicht eingreifen, der Ball fliegt über das Tor. Abflug. Nicht ungefährlich, Steilpass. Novoa, Novoa, der wird doch nicht! 4-2! 81. Der knallt das Ding über den Innenpfosten rein. Erst der Steilpass und dann kommt dieser unheimlich fuchtige, unheimlich stramme Schuss und drin ist er. Zu 2 steht es damit. Hier ist einiges los. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Soll ich jetzt? Gott gelöst, da gegen Dreier kann er sich durchsetzen. Und niemand geringeres als Novoa. Der hätte sogar noch Nummer 5 langlegen müssen. Ecke kommt.
Solche, knapp vorbei. Es wird hier einen Wechsel geben. Säuntjens, Säuntjens, Säuntjens. Der knallt auch das Ding rein. 5:92. Minute. Und somit macht man so diese 2:6 Klatsche in Amsterdam wett. Mit diesem Treffer. Der Torhüter kann nur noch zuschauen. So, einmal durchwechseln bitte. Alle kommen jetzt noch mal. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Viel Augen. Und das wäre es fast sogar gewesen. Dann hätte man wirklich diese 2:6 Niederlage aus Amsterdam gedreht. Und das tut's nicht. Aber 5:2 der Ende. Das Endergebnis gegen Sparta Rotterdam. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar. Und der ist nur ausgeliehen, ne? Ich will ihn wahrscheinlich zur Winterpause versuchen zu verpflichten. Und Amsterdam patzt gegen Arnhem. Na, ich hab gedacht, vielleicht geht doch mal irgendwas so ein bisschen. Jetzt geht's gegen Waalwijk, gegen die wir, glaube ich, in der Hinrunde den ersten Sieg gefeiert haben. Und jetzt sind wir plötzlich wieder dabei, so ein bisschen. Jetzt sind wir Sechster, 27 Punkte. Momentan Ajax hat nur 30. Wir haben wieder 2 plus gemacht. Das heißt, es ist wieder alles ein bisschen enger. Und Eindhoven auch nicht weit weg. Gut, das Alkmaar und Feyenoord, vor allem Alkmaar, doch ungeschlagen ist. Und wie gesagt, wir hätten sie in der Hinrunde schlagen müssen, eigentlich mehr oder weniger. Da war halt viel Pech dabei. Die sind natürlich jetzt übelst weg vorne. Also ich denke mal, Alkmaar wird Meister werden. Und dann geht's dran. Also dann wird Feyenoord wahrscheinlich Zweiter werden. Die haben wir ja geschlagen mit 3-1. Und ja, Eindhoven haben wir, glaube ich, geschlagen. Nee, Eindhoven haben München gespielt, glaube ich. Und Amsterdam, ja, 2:6 verloren. Gut. Gucken wir mal gerade, dass wir noch schnell in die Winterpause reingehen. Weil ich will nur Woa verpflichten. Das soll... So, jetzt können wir mal kurz stoppen. Ja, jetzt gehen nämlich gehen ein paar Talente und wir haben ein bisschen Kohle auf der Hand. Warte mal, ich hoffe, dass ich den verpflichten kann. Warte mal. So, Teamzentrale, ich will nur Woa verpflichten. Gerne. Wenn ich die Kohle hätte dafür. Weil der ist momentan sowas von in Form. Nova. Da ist er doch. Kaufvorschlag. 3,3. Der wird wahrscheinlich nicht für den Preis kommen, oder? Ja, gerne, klar. Wenn er für Azarkan nimmt, warum nicht? Freigabe so sehr für die Tief übergehen und für die Preisklasse kommt er. Und damit ist es klar, Hugo Nova bleibt für weitere 5 Jahre beim FC Utrecht.
Ja, scheiß drauf. Und damit ist klar. Er wird bleiben. Er bleibt vorne. Das ist wichtig. Ja, das hat am Anfang sich nicht angedeutet. Und ich, der Nächste, der jetzt bleiben soll, wird... Fraulo. Die nächste Baustelle, die ich jetzt schließen möchte. Der hatte mich nicht allzu viel Marktwert. So, Verhandlung anzeigen. Verhandeln. Schlüsselspieler, klar. Ja, doch, alles gut. Wenn er das unbedingt so möchte, dann auch da wird er 5 Jahre bleiben. So, was will er denn haben an Kohle? Er kriegt natürlich ein bisschen Kohle, natürlich, klar, 5000 möchte er. Und damit bleibt auch der nächste Baustein unter Dach und Fach. Oscar Luigi Fraulo wechselt für 1 Million Euro nach Utrecht. Und damit haben wir 2 wichtige Bausteine schon mal geschlossen. Zwei wichtige Baustelle haben wir auch schon mal geschlossen. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Transferphase. Bis dann, tschüss.